Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 5 und in diesem Video wird es um die induzierte Metrik gehen. Wir haben ja im letzten Video festgestellt, dass R zusammen mit dem Betrag ein normierter Raum ist. Und wenn wir uns erinnern an die Vorlesung im letzten Semester, da haben wir mit Hilfe der Betragsfunktion auf R eine Metrik eingeführt und dann festgestellt, dass R ein metrischer Raum ist. Und dann haben wir die Metrik benutzt, um zu definieren, wann eine Folge in R konvergent ist und wann Funktionen, die auf R definiert sind, dann stetig sind und auch wann Reihen konvergent sind. Das alles basierte auf dem Begriff der Metrik. Ja, und in dem letzten Lernvideo haben wir ja den Begriff des Betrages verallgemeinert auf Vektorräume und dort heißt das, was für R der Betrag ist, eben Norm. Und wir haben dann das Konzept der normierten Räume eingeführt. Und man kann jetzt für normierte Räume, genauso wie man das auf R gemacht hat, eine Metrik definieren und das passiert hier in diesem Lemma. Sei also X ein normierter Raum. Und dann können wir eine Metrik auf x definieren, das heißt eine Abbildung, die auf x kreuz x definiert ist und in die nicht negativen Zahlen abbildet. Und was macht die? Die nimmt zwei Vektoren, x und y, und ordnet diesen einen Abstand zu. Und der Abstand ist gerade die Norm des Vektors x minus y. Und hierdurch wird eine Metrik auf x definiert. Das sagt dieses Lemma. Und wie man das beweist, werden Sie in der Übung nochmal diskutieren. Aber der Beweis ist genauso wie der Beweis, den wir im letzten Semester geführt haben, um zu zeigen, dass R mit der so definierten Metrik eben ein metrischer Raum ist. So, die Metrik, die wir hier basierend auf der Norm in x definiert haben. Diese Metrik heißt induzierte Metrik und das ist die Aussage von Definition 1.19. Ja, diese Folie ist wahrscheinlich die wichtigste Folie in diesem Lernvideo und auch in diesem Kapitel. Denn wir haben ja gerade gesehen, dass man mit einer Norm dann eine induzierte Metrik definieren kann und damit ist jeder normierte Raum auch ein metrischer Raum. Und wir haben alle Konzepte für metrische Räume dann für normierte Räume zur Verfügung. Und es ist dann sehr hilfreich, sich klarzumachen, wie denn diese Konzepte, die wir für die metrischen Räume eingeführt haben, dann im normierten Raum aussehen. Und das finden Sie hier in dieser Tabelle. Schauen Sie sich mal die Tabelle in Ruhe an und wir werden dann einzelne Punkte hierbei diskutieren. Ja, wir möchten nicht diese Tabelle vollständig durchsprechen, sondern wir werden uns einzelne Konzepte herausgreifen. Sie können dann in Ruhe im Skript die Tabelle nochmal nachsehen und dann in Ruhe studieren. Die Tabelle enthält auch nicht alle Konzepte, die wir für metrische Räume kennen, aber ein paar wichtige. Fangen wir mal an mit der Definition der offenen Kugel. Wir wollen uns die Kugel ansehen mit Mittelpunkt x und Radius r. Und im metrischen Raum war diese Menge definiert als die Menge aller Punkte im metrischen Raum, deren Abstand zu x kleiner ist als r. So, wie sieht das nun im normierten Raum aus, wenn die Metrik hier die durch die Norm induzierte Metrik ist? Nun, dazu muss man sich einfach erinnern, dass dieser Ausdruck hier gerade durch diesen Ausdruck mit der Norm gegeben ist und dadurch ist einfach dann die offene Kugel im normierten Raum durch diese Menge hier gegeben. Ja, im normierten Raum hat man mehr Struktur, denn der normierte Raum ist ja ein Vektorraum und insbesondere können wir dann Vektoren addieren. Wir können auch, und das ist jetzt hier eine Konvention, die man gerne benutzt, Folgendes machen: Wenn A eine Teilmenge von x ist, dann können wir zu dieser Menge einen Vektor x addieren und das bedeutet, dass wenn das hier die Menge A ist, dass wir diese Menge
um x einfach verschieben. Das heißt, als Menge ist dieses hier definiert als die Menge aller Vektoren der Form x plus y mit y im A. Nun, und das kann man nun benutzen, um die Kugel mit Mittelpunkt x und Radius r anders darzustellen. Was man nämlich machen kann, man kann einfach sich die Kugel um die 0 ansehen mit Radius r und dann diese Kugel eben um den Vektor x verschieben. Sagen wir mal, das war der Vektor x. Und man erhält dann die Kugel mit Mittelpunkt x und Radius r. Und das ist genau hier in dieser Identität geschehen. Ja, man könnte hier noch einen Schritt weiter gehen und auch die Multiplikation mit dem Skalar verwenden und sich vielleicht mal die Einheitskugel mit Mittelpunkt 0 ansehen. Man kann jetzt diese Menge mit einem Skalar r multiplizieren. Und die Konvention ist genauso wie hier, dass r mal eine Menge a in dem Vektorraum bedeutet, dass man sich alle Punkte anschaut der Form r mal y mit y enthalten in a. Und wenn wir das jetzt hier für die Einheitskugel machen, dann stellen wir fest, dass r mal die Einheitskugel mit Mittelpunkt 0 gerade nichts anderes ist als als die Kugel mit Mittelpunkt 0 und Radius r. Und wenn wir die vorangegangene Beobachtung mit dieser hier verknüpfen, dann sehen wir, dass also im normierten Vektorraum wir die Kugel mit Mittelpunkt x und Radius r einfach schreiben können als x plus die Menge r mal die Einheitskugel um die 0. Das heißt, weil wir eine sehr gute Vorstellung haben, was diese Skalierung, diese Dilatation mit r mit einer Menge macht und weil wir auch eine gute Vorstellung haben, was eine Translation sein kann in dem Vektorraum, genügt es in dem normierten Vektorraum eigentlich die Einheitskugel mit Mittelpunkt 0 zu verstehen und man hat dann schon eine gute Vorstellung von allen Kugeln in diesem normierten Raum. Das alles kann man in einem metrischen Raum nicht machen, denn in dem metrischen Raum hat man diese Struktur nicht. Man hat keine Multiplikation mit einem Skalar und man kann Punkte in dem metrischen Raum nicht addieren. Das kann man eben nur in einem Vektorraum. Ja, ein weiteres Konzept, das wir besprechen wollen in dieser Tabelle, ist die Definition einer konvergenten Folge mit Grenzwert x. Wenn xn eine Folge im metrischen Raum ist, dann haben wir gesagt, xn konvergiert gegen x genau dann, wenn wir für jedes Epsilon einen Index n0 finden, sodass alle Folgenglieder nach n0 einen Abstand zu x haben, der kleiner ist als Epsilon. Und das übersetzt sich in den normierten Raum jetzt auf diese Art und auf diese Weise. Das Einzige, was man ändern muss, ist, dass man die Metrik ersetzt durch die Norm der Differenz von xn zum Grenzwert x. Es wird dann so sein, dass man auf normierten Räumen manchmal verschiedene Normen tatsächlich betrachtet und um anzugeben, welche Norm man jetzt für die Konvergenz heranzieht, schreibt man das gerne so auf. Man schreibt also diesen Grenzwert, Limes xn ist gleich x und dann schreibt man dahinter in x mit der Norm, die hier angegeben ist. Wenn klar ist, welche Norm gemeint ist, dann schreibt man einfach nur in x. Ja, schauen wir uns noch den Begriff der Cauchy-Folge an. Der wird gleich auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Wir haben eine Folge in einem metrischen Raum, eine Cauchy-Folge genannt, wenn für alle Epsilon größer 0, da fehlt die 0, Folgendes gilt, nämlich dass ein Index n0 existiert, sodass Folgenglieder, die spät sind, das heißt Folgenglieder nm, die größer gleich n0 sind, die Eigenschaft haben, dass deren Abstand kleiner ist als Epsilon.
Im normierten Raum sieht diese Definition genauso aus. Das Einzige, was man macht, ist hier diesen Ausdruck mit der Metrik eben dann durch den entsprechenden Ausdruck mit der Norm zu ersetzen. Ja, und dann kann man eben auch noch die Stetigkeit übersetzen und auch den Begriff der Lipschitz-Stetigkeit. Hier bei der Lipschitz-Stetigkeit beispielsweise wird die Definition auch etwas symmetrischer, während im metrischen Raum wir bei dieser Abschätzung, die gefordert wird, auf der rechten Seite eben nur eine Metrik haben, haben wir jetzt auf der rechten Seite auch eine Norm und auf der linken Seite eben die Norm im Bildbereich, die, wenn die Funktion R-wertig ist, natürlich einfach der Betrag ist. Also hier sollte man vielleicht besser Betragsstriche schreiben. Ja, eine der wichtigsten Erkenntnisse der Vorlesung im letzten Semester war, dass Cauchy-Folgen in R oder in C konvergent sind. So, und das muss jetzt in normierten Räumen nicht mehr der Fall sein. Und deshalb führt man nun eine wichtige Definition oder einen wichtigen Begriff ein. Man nennt nämlich normierte Räume, die die Eigenschaft haben, dass jede Cauchy-Folge konvergent ist, also vollständige normierte Räume, dann Banachräume. Na, wir haben den Begriff des vollständigen metrischen Raumes bereits eingeführt. Wir haben gesagt, ein metrischer Raum ist vollständig, wenn eben jede Cauchy-Folge konvergiert. Das heißt, ein vollständiger normierter Raum ist dann eben ein Raum, wo jede Cauchy-Folge konvergent ist bezüglich der Norm. Und sowas nennt man dann einen Banachraum. Ja, mit dem Cauchy-Kriterium aus der Analysis-Vorlesung vom letzten Semester wissen wir jetzt also, dass R mit dem Betrag oder C mit dem Betrag eben Banachräume sind. Wir möchten uns jetzt mal den endlich dimensionalen Raum, normierten Raum KD anschauen, mit der Supremumsnorm ausgestattet. Und dieser Satz sagt nun, dass auch dieser Raum ein Banachraum ist. Bevor wir diesen Satz beweisen, schauen wir uns zunächst nochmal die Konvergenz im KD bezüglich der Maximumsnorm an und stellen fest, dass wir die charakterisieren können, indem wir uns einfach auf die Konvergenz der Komponenten der Vektoren zurückziehen. Und das ist der Inhalt in diesem Lemma. Hier betrachten wir eine Folge von Vektoren im KD. Und im ersten Teil dieses Lemmas stellen wir zunächst einfach mal fest, dass so eine Folge beschränkt ist, genau dann, wenn die einzelnen Komponenten der Folgen beschränkt sind. Hier muss man noch mal kurz auf diese Konvention in der Schreibweise hinweisen. Mit xn wird das nte Folgenglied unserer Folge im KD bezeichnet. Das heißt, xn selber ist also ein Vektor. Und wir schreiben dann n, i, um die ite Komponente des Vektors xn zu bezeichnen. Also nochmal zusammengefasst, die Folge als Folge von Vektoren ist beschränkt, genau dann, wenn die einzelnen Folgen der Komponenten beschränkt sind. Und wenn wir uns auf eine Komponente zurückziehen, dann kriegen wir einfach eine Folge in dem Körper K. Der zweite Teil dieses Lemmas sagt, dass eine Folge in KD genau dann eine Cauchy-Folge ist, wenn die einzelnen Komponentenfolgen Cauchy-Folgen in K sind. Und der letzte Teil sagt letztlich, ja, die Folge von Vektoren konvergiert gegen einen Grenzwert A, genau dann, wenn die einzelnen Komponenten gegen die entsprechende Komponente von A konvergieren. Da kommen wir zum Beweis dieses Lemmas. Wir möchten zunächst eine ganz einfache, aber nützliche Abschätzung diskutieren, nämlich diese hier. Was steht da? Für einen beliebigen Vektor x aus dem Vektorraum KD gilt, dass man den Betrag jeder einzelnen Komponente abschätzen kann durch die Maximumsnorm. Das ist trivial, denn die Maximumsnorm war ja als das Maximum über diese Beträge hier definiert. Weiter sagt die Abschätzung, dass man die Maximumsnorm nun abschätzen kann durch die Summe
der Beträge der Komponenten. Und das ist auch klar, denn hier nimmt man ein Maximum über d nicht negative Zahlen, die hier gerade als Summanden auftauchen. So, und aus dieser Abschätzung folgen dann die drei Aussagen des Lemmas relativ direkt. Und deshalb werden wir nur eine Aussage des Lemmas beweisen, nämlich Teil C. Das war die Aussage zur Charakterisierung der Konvergenz in KD über die Konvergenz der Komponentenfolgen. Nehmen wir zunächst mal an, dass wir eine Folge in KD haben, die konvergent ist. Wir möchten jetzt zeigen, dass jede Komponentenfolge, also für jeden Index i, diese Konvergenz in K gilt. Und wir werden das mit dem Epsilon-Kriterium nachweisen. Also wählen wir uns ein Epsilon und nach dem Epsilon-Kriterium für die Konvergenz von Folgen in KD existiert dann ein Index N0, sodass alle späten Folgenglieder einen Abstand zum Grenzwert a kleiner gleich Epsilon haben. Einen Abstand gemessen in der Maximumsnorm. Und das bedeutet nun, wenn wir diese Abschätzung hier verwenden, dass für jeden Index i, für jede Komponente, die Komponente eben schon Abstand zur Komponente vom Grenzwert a kleiner gleich Epsilon hat, falls wir ein Folgenglied betrachten mit Index größer gleich n. Und dann haben wir hier das Epsilon-Kriterium für die Konvergenz von Folgen im Körper K nachgewiesen für jede Komponentenfolge. Um die andere Richtung zu sehen, nehmen wir an, dass jede Komponentenfolge konvergent ist in K. Wir verwenden das Epsilon-Kriterium der Konvergenz in K und finden zunächst mal für jede Komponente ein N0, sodass hier diese Abschätzung gilt. A priori wird das N0 vom Index i abhängig sein, aber weil es endlich viele Indizes sind, nämlich genau die Komponenten betrachten wir ja, können wir einfach das Maximum über diese N0s bilden und dann N0 so groß wählen, dass eben diese Eigenschaft hier für alle Komponenten richtig ist. Und dann können wir wieder unsere Abschätzung 1,3 verwenden, nämlich den zweiten Teil. Da sehen wir, dass wir die Maximumsnorm von xn-a abschätzen können durch die Summe der Beträge der Komponenten. Und wenn n groß genug ist, nämlich größer gleich n0, dann steht hier jeweils eine Zahl, die kleiner gleich Epsilon über d ist und wir summieren genau d solche Zahlen und dann kommt da eben kleiner gleich Epsilon raus und damit haben wir das Epsilon-Kriterium für die Konvergenz in KD nachgewiesen und das Lemma ist bewiesen. Ja, wir können jetzt den Satz 1,21 einfach beweisen mit Hilfe dieses Lemmas. Also die Aussage ist zu zeigen, dass KD ein Banachraum ist. Und wir müssen also demnach zeigen, dass in KD jede Cauchy-Folge konvergent ist. Wir wählen uns einfach mal eine Cauchy-Folge, die wir mit xn bezeichnen. Und aufgrund unseres Lemmas, Teil B, können wir folgern, dass dann jede Komponentenfolge eine Cauchy-Folge in K ist. Jetzt ist aber K mit dem Betrag vollständig. Das hatten wir im letzten Semester ja bewiesen. Und das bedeutet nun, dass diese Komponentenfolgen konvergent sind. Das heißt, für jeden Index i finden wir einen Grenzwert, den ich hier mit ai bezeichnen werde in k, sodass eben dann die Komponentenfolge xni gegen ai konvergiert, wenn n gegen unendlich geht. Und wenn wir jetzt die Komponenten in einen Vektor zusammenfassen, also einen Vektor A definieren, dessen Komponenten gerade durch die Grenzwerte der Komponenten Folgen gegeben ist, dann sagt uns wieder unser Lemma 1,22, jetzt der letzte Teil, dass dann die Vektorfolge xn gegen A konvergiert. Und wir haben demnach gezeigt, dass die Cauchy-Folge xn konvergent ist,
in KD und damit ist KD eben ein Banachraum. Ja, der KD ist ja ein endlich dimensionaler Vektorraum. Und wir haben schon gesehen, dass jeder endlich dimensionale Vektorraum isomorph ist zum KD. Und wir werden später mithilfe dieser Beobachtung zeigen, dass jeder endlich dimensionale normierte Raum tatsächlich schon ein Banachraum ist, indem wir benutzen, dass eben jeder endlich dimensionale Vektorraum isomorph ist zum KD, und dann zeigen wir, dass auf KD Normen äquivalent sind. Dazu kommen wir später noch. Wenn wir aber jetzt zu unendlich dimensionalen normierten Räumen übergehen, dann wird die Eigenschaft, ein Banachraum zu sein, eine ganz besondere Eigenschaft sein. Und es ist mitunter nicht so einfach zu zeigen, dass dann ein unendlich dimensionaler normierter Raum auch tatsächlich vollständig ist. Und auf der anderen Seite werden in Banachräumen viel mehr Sätze und Aussagen richtig sein als in allgemeinen normierten Räumen. Wir sehen später Beispiele für Räume, die nicht vollständig sind, und eben auch für Banachräume. Ja, wenn man einen Vektorraum hat, dann kann man auch Untervektorräume, oder wir sagen einfach Unterräume, betrachten. Und wenn der übergeordnete Vektorraum sogar ein normierter Raum ist, dann ist der Untervektorraum automatisch auch ein normierter Raum. Das ist ganz klar. Also nehmen wir mal an, wir haben einen normierten Raum x mit Norm x. Das heißt, diese Norm ist dann eine Abbildung von x nach R in den nicht negativen Zahlen. Wenn nun y ein Unterraum ist, dann können wir, indem wir einfach diese Norm hier nehmen und auf y einschränken, sofort eine Norm auf y gewinnen, und damit ist y nicht nur ein Vektorraum, sondern auch dann ein normierter Vektorraum, und eine Folge in y konvergiert natürlich dann auch in x. Andersrum muss das aber nicht der Fall sein. Aber was eben richtig ist, ist folgendes Lemma: Wenn x ein vollständiger Raum ist, also ein Banachraum, und y ein abgeschlossener Unterraum, wichtig ist hier das abgeschlossen, dann ist y mit der von x geerbten Norm auch ein Banachraum. Der Beweis ist sehr einfach. Wir müssen also nur zeigen, dass y mit dieser Norm eben vollständig ist. Das heißt, wir wählen eine Cauchy-Folge in y. Die ist hier mit xn bezeichnet. Da y ein Unterraum ist und damit auch eine Teilmenge von x, ist das hier auch eine Folge in x. Und weil ja die Norm auf y gerade die von x geerbte Norm ist, muss dann automatisch diese Folge hier eine Cauchy-Folge sein in x. Nun ist aber x nach Voraussetzung vollständig, das heißt, xn ist konvergent gegen einen Grenzwert x. Und weil wir angenommen haben, dass der Unterraum abgeschlossen ist, muss der Grenzwert eben schon in y liegen. Und das war dann der Beweis. Wir haben gezeigt, die Cauchy-Folge in y hat einen Grenzwert in y. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.